Hallo liebe YouTuber, es ist kein Geheimnis, am 10. Mai ist Muttertag und es sind nur noch wenige Tage bis Muttertag und deswegen habe ich mir ausgedacht, dass ich eine wunderschöne Blumenidee euch zeige. Ja, das eine ist natürlich, dass man am Muttertag der Mama einen schönen Blumenstrauß schenkt, etwas Leuchtendes zum Beispiel, wie so ein Strauß mit Rosen, Garmini, Astromerien. Es gibt hier ein wunderschönes Grün, das ist eine Glanzmispel, die fängt jetzt an zu blühen. Sträuße sind natürlich immer in und die meisten Leute schenken Sträuße. Gibt es auch hier einen schönen Blumenstrauß in leuchtenden Farben. Oder wenn es die beste Mama der Welt ist, dann kann man ihr natürlich auch eine Nummer größer schenken. Und man sieht, das ist jetzt schon ein richtig tolles Geschenk, vor allem dann, wenn die Lilien aufgehen. Und das ist eine sehr ausdauernde Blüte. Das ist ein Milchstern oder ein Ornithogalum. Die stehen oft sogar 2 bis 3 Wochen in der Vase. Zu Hause habe ich eine stehen seit 2 Wochen. Da füge ich mal ein Foto ein und zeige die. Die sind unglaublich ausdauernd und dann bekommt der Strauß auch viel mehr Farbe. Oder es gibt natürlich noch eine andere schöne Idee. Und das ist dann eine Blumentorte, eine florale Torte. Und genau das ist jetzt die Basis dazu, genau das möchte ich dir heute zeigen, weil das ist dann wirklich mal was anderes und es lässt sich auch ganz toll nachbestücken. Also ich benutze dazu, ich finde, das muss rund sein. Gibt natürlich auch eckige Sushis, ja, das ist wie ein Blumensushi oder ein floraler Blumenkuchen. Aber ich möchte gern rund, weil ich möchte gerne das Pendant zu dem Kuchen. Und deswegen ist so ein rundes Gesteck auch sehr schön, passend dazu. Ich lege erstmal eine Folie auf diese Unterlage und dann hole ich mir Steckmasse. Ich habe natürlich alles hier immer schön griffbereit in meinem kleinen Arbeitsbereich. Das ist wunderbar. So, und die Steckmasse, die Höhe ist eigentlich sehr, sehr schön, weil das ist eigentlich schon genau die Höhe, die ein Kuchen hat. Und ich nehme ein Stück, das so ein bisschen größer ist. So, und das muss ich jetzt erstmal zurechtschneiden. Das zeige ich dir gleich. Und am besten kann ich natürlich die Steckmasse mit so einem Kuchenmesser schneiden. Das funktioniert super damit. Und damit die Ecken ein bisschen abgerundet sind, schneide ich nur noch mal an den Ecken so ein bisschen was weg. Und dann muss ich jetzt gleich noch mal tricksen. Dann muss ich jetzt noch mal tricksen, dass das auch ein runder Kuchen wird. Und das mache ich folgendermaßen, indem ich diese Stücke in zwei, eigentlich erstmal Dreiecke schneide und kann jetzt auch mit einem kleinen Messer schneiden, das geht einfacher. Und dann schneide ich hier einfach nochmal ein Eckchen ab und probiere das so dran. Moment, noch ein bisschen. Muss man sich immer so ein bisschen rantesten, aber lieber erstmal ein bisschen weniger abschneiden und ausprobieren. Das ist besser als zu viel abschneiden gleich. Das ist nämlich doof, weil anstückeln ist blöd. Ja, man sieht, die Steckmasse muss auch immer gut durchgeweicht sein. Hier ist zum Beispiel jetzt mal ein Eckchen nicht durchgeweicht. Ich schmeiße die einfach nochmal kurz in den Eimer. Und bei Steckmassen gibt es auch wirklich viele Qualitäten. Man sollte auch lieber eine bessere Qualität an Steckmasse kaufen. Das lohnt sich, weil dann halten einfach die Blumen länger. Und wer an Steckmasse spart, vor allem bitte keine alte Steckmasse aus dem Schrank holen, der spart tatsächlich echt am falschen Ende. Das ist ziemlich doof. Ja, die Tatsache, dass das jetzt nicht alles ganz rund ist, das sieht am Schluss keiner mehr. Das werde ich dann schön umarbeiten. Und ich muss mir gleich nochmal ein Werkzeug kurz holen. Kleinen Moment. So, ich brauche nämlich einen Tacker. Und damit ich jetzt die Folie muss natürlich jetzt auch so hoch sein wie die Steckmasse. Und ich nehme die Folie, wickel die einfach so ein bisschen zusammen und es ist so ein Gefühl, die darf nicht zu fest und nicht zu locker gewickelt sein, so dass die unten in etwa mit der Kante von diesem Untertellerchen abschließt, so dass ich natürlich eine Kante habe und genau in dieser Höhe, oder genau so wickel ich die jetzt zusammen
dass ich am Schluss, ein Blatt gerade hier dran machen kann. Ich tacke jetzt einmal, aber nicht so tief, weil wenn ich hier Wasser reinmachen möchte, dann soll natürlich das Wasser nicht, weil klar gibt es durch den Tacker so kleine Löchlein, aber hier oben macht das nichts aus. So, und dann habe ich da schon mal eine schöne Umrandung. Jetzt brauche ich, und das gibt es auch, also die Steckmasse gibt es natürlich bei Floristik24, die Untersetzer. Und jetzt brauche ich, damit ich Blätter außen, damit ich die Umrandung machen kann und die Blätter fixieren kann, gibt es auch bei Floristik24 doppelseitiges Klebeband. Ist sehr, sehr praktisch für viele Arbeiten. Ich muss nur den Anfang finden. Ah, hier ist er. Okay, und ist sehr, sehr praktisch für sehr viele Arbeiten. Und sollte man unbedingt zu Hause haben, weil manchmal will man ja auch irgendwelche Blätter an Gläsern fixieren, zum Beispiel Kirschlorbeerblätter, dass man daraus ein Windlicht macht. Und mit so einem doppelseitigen Klebeband ist es natürlich eine großartige Hilfe, wenn ich das um irgendwelche Gläser arbeiten will. So, doppelseitiges Klebeband. Ich nehme mir mal ganz gerne ein Messer und das ist so eine kleine Fummelarbeit. Wahrscheinlich muss man dann auch die Lesebrille aufsetzen. So, und hier ist jetzt die klebrige Schicht. Ist hier, bleibt natürlich jetzt an der Folie. Ich würde dieses doppelseitige Klebeband auch nicht zu tief machen, so dass es oben an dieser, ich sage jetzt mal an dieser Folienwurst sozusagen, dass da das doppelseitige Klebeband ist. Ja, jetzt gibt's, kann man entweder Kirschlorbeerblätter aus dem Garten oder wenn du es dir ein bisschen leichter machen möchtest, dann holst du beim Floristen sogenannte Schusterpalmenblätter. Das sind Aspidistra-Blätter. Das ist jetzt einmal ein großes und einmal ein kleines. Da mache ich den Stiel ab und schneide auch vorsichtig so ein bisschen was von diesem Stielskelett schneide ich ab, um das Blatt schön weich und gefügig zu machen. Und das mache ich auch bei dem großen Blatt. Also bitte gefühlvoll schneiden, weil wenn man zu viel schneidet, hat man natürlich ein Loch im Blatt. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Und diese Blätter, die haben immer eine mehr gerade Seite, hier sieht man es besser, und eine Seite, die so mehr nach oben gebogen ist. Ja, hier unten ist die gerade Seite und oben, das ist die, mit mehr nach oben gebogen ist. Und ich würde die gerade Seite nach unten machen. Ja, also zum, und hier sieht man schön, die gerade Seite brauche ich natürlich unten, weil ich möchte diese ganze Basis mit diesem Blatt abdecken. Und zum Beweis mit diesen geraden und gebogenen Seiten zeige ich das nochmal mit größeren Blättern. Nochmal die Kamera bitte aufs Blatt, vielen Dank. Hier sieht man sehr, sehr deutlich, dass es auch bei dem Blatt eine gerade und eine gebogene Seite gibt. Ja, das ist also, und hier zum Beispiel auch, da ist es auch so, dass der Stiel auf die Seite geht. Es gibt auch Blätter, die andersrum sind, also die sind nicht symmetrisch, das ist so ein bisschen wie beim Menschen das Gesicht. Das ist auch nicht ganz symmetrisch, so sind die Blätter natürlich auch nicht symmetrisch. Ja, und jetzt, die Blätter haben auch immer so eine kleine braune Spitze, aber es macht nichts, dann nimmt man mal die Schere und schneidet es dann ab. So, und Moment, jetzt bin ich selber falsch rum, sorry. Und dann lege ich nochmal an die andere Seite die Blätter. Und wenn die jetzt auseinanderspringen, dann kannst du auch einfach mal tackern, beziehungsweise ich habe hier natürlich auch ein kleines Loch und dann nehme ich ein Galax-Blatt oder ein Kirschlorbeerblatt und kann noch mal so ein bisschen tricksen und so ein kleines Blatt damit reinkleben. Und damit das alles nicht auseinanderspringt, tackere ich die Blätter einfach zusammen. Und da kann ich von unten ganz gut rangehen. Also das alles muss man natürlich machen, damit unsere Basis schön versteckt ist. Ich halte die auch gleich nochmal hoch, wenn ich hier alles gearbeitet habe. Also das ist jetzt die Unterlage. Und da ist jetzt auch noch kein Wasser drin, aber die ist schon ganz schön schwer, weil die Steckmasse, die hat ein bisschen Gewicht.
Und schön ist dann, wenn man eine Efeuranke nochmal drumherum legt. Und auch da, man hat ja nur zwei Hände, gibt es so einen kleinen Trick. Ich nehme einen Myrtendraht. Also heute gibt es viel Floristikbedarf, den man auch für die Sachen braucht. Deswegen veröffentliche ich das Video extra über eine Woche vor Muttertag, damit du die Sachen noch bestellen kannst und auch sowas nachmachen kannst. Weil so kurzfristig ist es wahrscheinlich ein bisschen schwer zu bekommen. Ich nehme einen Myrtendraht, der farblich zu meinen Blüten passt, die ich dann nachher auswähle. Und da die in die gelb-orange Richtung vieles geht, habe ich jetzt den orangenen Myrtendraht genommen. Und ich wickel den Myrtendraht an der Efeuranke entlang und lege die Efeuranke um meine florale Torte und habe, da ich jetzt den Myrtendraht hier schon entlang der Efeuranke gewickelt habe, habe ich jetzt natürlich schon ein ganz leichtes Spiel, die Efeuranke zu fixieren. Das heißt, ich lege die eigentlich nur noch hier rum und kann dann den Draht zusammenwickeln. Nicht zu fest, weil wenn man das zu fest macht, dann springt unser Aspidistra-Blatt in zwei Hälften und das würde die schöne Arbeit wiederum zerstören. Wenn jetzt so ein Stück von der Efeuranke noch absteht, dann ist es kein Problem. Dann schneiden wir das einfach ab. Und ein hübsches Bändchen ist ja auch immer sehr schön. Und wir gehen einfach her und machen die Schleife von dem Bändchen. Ach, das wird so schön für die Mama. Machen die Schleife von dem Bändchen oder den Knoten an die Stelle, wo jetzt eben vielleicht keine Efeublätter sind. Aber wenn du eine längere Efeuranke bekommst, dann deckt die auch die ganze, ja, ist die ganz rundum, deckt natürlich alles ab. Das ist meine Basis. Jetzt gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, damit diese Steckmasse gut versorgt ist. Entweder du hast eine Gießkanne parat stehen. Ich nehme einfach das Wasser jetzt aus meiner Spritzflasche. Nochmal mit Wasser ganz gut füllen, dass das ruhig zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Ich würde es jetzt auch nicht randvoll machen. Einfach der Mama sagen, dass sie nochmal ein bisschen was aufgießt an Wasser. Aber das Ganze ist jetzt wunderbar wasserdicht. Und immer bei Gestecken immer noch mal mit Wasser füllen ist ganz, ganz wichtig, damit das alles gut versorgt ist, die Blüten. Ich fang beim Gesteck immer an und mache ein bisschen grün, stecke ein bisschen grün, bevor ich mit Blüten stecke. Ich habe ganz tolle Blüten mitgebracht. Zum einen eine der letzten Ranunkel. Die habe ich gedrahtet, weil mit Draht halten die besser. Dann ist wunderschön. Grüne Bartnelken, sehr, sehr haltbar. Es gibt viele Leute, die mögen keine Nelken. Und wenn sie die dann sehen, sagen sie, ach, ich mag keine Nelken, aber die sind schön. Und die nehmen sie dann auch tatsächlich. Das ist echt immer hochinteressant. So, ich möchte jetzt nicht alles von meinem schönen Holz zudecken. Also man sieht auch, wie schnell dieses Gesteck, ich habe jetzt eigentlich nur vier Blüten drin bis jetzt, wie schnell dieses Gesteck gefüllt ist, das ist unglaublich, mit ganz wenigen Blüten. Und das liegt auch wirklich daran, dass ich einfach eine sehr schöne Grünbasis gewählt habe oder diesem Gesteck gegeben habe. Und dann ist das auch unglaublich schnell voll. Hier ist ein sehr schöner Schneeball. Der hat unglaublich weiche Stiele. Ich könnte den nie stecken, wenn ich das jetzt so nehme. Dann würde der natürlich umknicken.
Ich muss, um den zu stecken, muss ihn ganz, ganz, ganz tief fassen und ganz, mit sehr viel Gefühl in die Steckmasse stecken, weil wenn ich den zu hoch fasse, dann kann man den im Leben nicht stecken. Also da muss man ganz, ganz vorsichtig arbeiten und deswegen lege ich da auch ganz gerne das Messer weg, um dann richtig vorsichtig und mit ganz viel Gefühl den Schneeball in die Steckmasse einzuarbeiten. Tulpen, also diese Tulpe ist jetzt sehr robust im Stiel und sehr fest, aber Tulpen sind ja auch nicht immer, nicht, das ist mir zu hoch. Ich hätte es gern so ein bisschen tiefer. Das soll ja jetzt tatsächlich auch mit dem Kuchen, den die Mama bekommt, weil zum Thema Kuchen kommen wir dann im nächsten Video. Da zeige ich ein ganz simples Kuchenrezept. Das ist so wie so eine Omas Torte, was unglaublich einfach und ganz toll nachzubacken ist, was eigentlich jeder hinbekommt. Das sind jetzt Mini-Chrysanthemen. So, ich habe natürlich, die sind jetzt alle umgefallen in meinem Becken. Ich habe so schön alles drapiert und die haben sich alle hingelegt, weil das sind jetzt natürlich nicht so viele, dass die in meinem kleinen Wasserbecken stehen. Und ich habe das so tolle Vorbereitungen fürs Video getroffen. Auch hier bei den Santini gehe ich mit den Fingern relativ tief zum Stecken, ganz bewusst. Und hier habe ich noch eine Nelkensorte, das ist eine Trossnelke. Das sind diese verzweigten Nelken. Die Nelken haben ja so Knotenpunkte. Nie im Knoten schneiden, immer zwischen den Knoten, weil sonst bekommen die Nelken nicht genug Wasser. Und, und dann halten die auch nicht so gut. Oh, jetzt habe ich selber mal den Schneeball gekillt. So schnell geht das. Ich war nämlich einfach zu forsch damit. So, jetzt nehme ich es gleich alles raus. So, und ich würde sagen, jetzt mache ich noch hier einen Schneeball rein. Und dann ist es auch gut. So. Noch ein bisschen Glanzmispel. Und der Vorteil an einem Gesteck ist, wenn ich das jetzt der Mama so schenke, dann kann sie, wenn diese Blüten kaputt sind, dann kann sie selber wieder ein paar Blüten wieder selber stecken und einfügen, mit ein bisschen Gefühl, mit einem schönen Anschnitt. Aber das kann man ja auch dazu erzählen. Aber das ist jetzt tatsächlich wie so ein kleiner Kuchen. Und wir haben ja zwei Hände. Hier fehlt eigentlich noch der andere Kuchen für die Mama. Aber wie gesagt, Fortsetzung folgt. Und das ist jetzt mein Video zum floralen Blumenkuchen zum Muttertag. Und ich nenne in der Beschreibung noch die ganzen Bestelllinks, wo das bestellt werden kann bei Floristik24, die ganzen Materialien. Und ich hoffe, du hast ganz viel Spaß und kannst deine Mama mit einem ganz tollen Blumenkuchen beschenken. Und eigentlich wollte ich ja noch Orchideen reinmachen, aber ich hatte tatsächlich, also Cymbidien sind das, eine Orchideensorte, aber ich hatte überhaupt keinen Platz mehr und er war einfach schon voll und ich habe einfach zu viel vorbereitet, aber das passiert mir nicht zum ersten Mal. Alles Liebe, ganz viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Deine Margit. Tschüss!